Hi Ladies, ihr habt mich gefragt nach einem Charleston-Kleid, aber ausdrücklich nicht ein billiges Karnevalkostüm oder zum Fasching diese Kostüme, die es da gibt, sondern ein echtes 20er Jahre Charleston-Kleid. Und da habe ich mich auf die Suche gegeben und habe dieses wundervolle Kleid gefunden, wo ich euch jetzt dazu noch ein wundervolles Komplett-Outfit vorstelle, was ihr euch dann zu Hause zusammenstellen könnt oder wenn ihr die Einzelteile nicht habt, könnt ihr einfach hier drüben auf die Bilder draufklicken und kommt direkt zu dem Bericht, den ihr auch unterhalb vom Video findet, wo ihr alle Bilder nochmal groß seht und natürlich die ganzen Details dazu. Und eins vorweg, ein kleines Geschenk habe ich da unten unter dem Video auch noch für euch. Aber jetzt kurz zum Charleston-Kleid. Wer Charleston-Kleider noch nie so gehört hat oder gesehen hat, Charleston-Kleider sind typisch 20er-Jahre-Kleider, die aus der Zeit kommen und auch daraus hat sich ein Tanz entwickelt oder auch vielleicht andersrum. Jedenfalls, wenn ihr euch so ein Charleston-Kleid zulegt und anzieht, spürt ihr sofort den Groove sozusagen. Und wenn ihr euch an die Tipps hier haltet, ist die Garantie auf eurer Seite, dass ihr dann Mittelpunkt des Abends seid und auf Garantie für den Männern angesprochen werdet, weil man kann dann einfach gar nicht die Augen von euch lassen. Jedenfalls, wie ihr seht, dieses Charleston-Kleid habe ich deswegen ausgewählt, weil es eurer Figur extrem gut schmeichelt, weil allein schwarz macht euch schon mal ein bisschen schlanker und versteckt doch das eine oder andere. Und der Schnitt insgesamt ist so aufgebaut, dass ihr euch drin auch wirklich wohlfühlt. Und dieses Kleid mit dieser ganzen Spitze und Verzierungen ist allein ja eigentlich schon ein Blickfang. Aber wenn ihr jetzt das noch kombiniert mit einem typischen Accessoires von den 20er Jahren, nämlich eine Federboa, dann habt ihr nicht nur nochmal ein extra Accessoire, wo viele denken so, oh, ein bisschen außergewöhnlich, aber interessant. Dann habt ihr A natürlich schon wieder den Blickfang auf euch und ich finde es genial bei so einem Accessoire, beim Tanzen, ihr könnt damit nochmal alles, was ihr tragt, dieses ganze Outfit unterstreichen mit Bewegungen. Und wenn ihr dann mit einem Mann tanzt, können wir damit richtig schön rumspielen und auch sehr, sehr sexy wirken. Deswegen mein Tipp, so eine Federboa ist ein Must-Have dazu. Natürlich, man muss bemerken, so eine Federboa wirkt meistens wirklich dann nur so zu einem Charleston-Kleid oder zu 20er-Jahre-Kleider. Und deswegen empfehle ich euch, ich glaube, ich habe diese Federboa bei Amazon gefunden für 10 Euro und gibt nicht so viel Geld aus, weil man kann es wirklich nicht so oft dazu tragen, weil so eine richtig echten Federboa, das ist dann wirklich im dreistelligen Bereich und wenn man es dann doch nur einmal im Jahr anzieht, muss dann doch vielleicht nicht sein. Jedenfalls die Federboa einfach draufklicken, ihr kommt dann direkt nochmal zu den großen Bildern, wo ich das dazu beschreibe. Kann ich euch wirklich nur zu empfehlen, diesen Kleid. Und wie gesagt, viel tanzen, 20er Jahre, typisch heißt natürlich auch ein richtig gutes Schuhwerk. Und nicht nur gutes Schuhwerk, was bequem ist, war mir mein Ziel zu finden, sondern es sollten Pumps sein, die zu diesem Kleid perfekt passen. Und natürlich auch, wie soll ich mich ausdrücken, eure Beine, eure Waden, weil das ja ein knielanges Kleid ist, richtig zur Geltung bringt, dass man euch von unten bis oben anschaut und denkt, ein Traum. Jedenfalls, diese Pumps würde ich euch empfehlen. Wenn ihr schon solche zu Hause habt, dann zieht sie so ein Kleid an, wenn nicht eine extrem gute Anlage, um wirklich lange Nächte durchzustehen und perfekt auszusehen. Um den Ganzen natürlich jetzt noch ein I-Pünktchen draufzusetzen oder viele I-Pünktchen würde ich vielleicht in diesem Fall sagen, würde ich euch diese Perlenkette empfehlen, weil diese Perlenkette ist auch typisch 20er Jahre und passt perfekt zu so einem Charleston-Kleid. Und es ist ein Set, habe ich mit Absicht ausgesucht, dass es halt nicht nur eine Kette ist, sondern dieses Set ist natürlich mit den Ohrringen, der Halskette und dem Armreif perfekt in Symbiose komplett, also besser geht's gar nicht mehr und jede Perle von diesem Set wird euch quasi nochmal dieses I-Pünktchen draufsetzen, dass man euch anschaut und denkt so, wow, was für eine Frau. Also sprich, ihr könnt es dann euch wirklich so vorstellen, ihr betretet den Raum und alle denken nur, wow. Ihr kennt diese typische Filmszene, wo dann alle Männer gucken und denken, auf Deutsch gesagt.
Genau. Vielleicht noch ein paar kleine andere Tipps zu diesem Outfit. Typisch 20er Jahre, knallroter Lippenstift. Muss man nicht machen, wer nicht drauf steht, aber ist natürlich auch nochmal ein Blickfang und jeder Mann will natürlich dann euch am liebsten küssen sozusagen. Und am liebsten, wenn es geht, eine echte Strumpfhose mit einer Naht hinten. Wer sowas jetzt nicht zu Hause hat und keine Lust hat, sowas jetzt extra noch zu suchen und zu kaufen, dann gibt es natürlich noch diesen kleinen Trick mit den Edding, dass ihr einfach hinten an der Wade euch quasi die Naht anzeichnet. Aber dran denken, schön sauber, lasst es am besten eine Freundin machen, dann habt ihr fast den gleichen Effekt und habt noch ein bisschen Geld gespart. Ich hoffe, ich konnte euch quasi mit euren Fragen zu diesem Kleid beglücken und habe ein perfektes Outfit für euch für den perfekten Abend gestaltet. Und wer mehr solche genialen Outfits sehen will, der macht es genau wie die Vorgänger von euch. Stellt mir die Fragen unten in den Kommentaren, wenn ihr gerade ein Kleid sucht, was ihr noch nicht gefunden habt oder was ganz speziell sein soll oder eure Figur schmeicheln soll, dann ab damit in die Kommentare mit euren Fragen, am besten so detailliert wie möglich, dass ich genau gucken kann, was ich finde. Und wer weiß, vielleicht ist genau deine Frage morgen das Tagesoutfit und kann ich damit wirklich deine Frage genau beantworten und natürlich noch die ganzen anderen noch ein wunderschönes Outfit vorstellen. Und wer solche Videos, solche Outfits dann nicht verpassen will und natürlich noch die ganzen Rabatte, die ich dazu aushandle und die Deals, der kann mich hier oben einfach abonnieren und verpasst in Zukunft kein einziges Video mehr. Und ihr werdet auf jeden Fall dann traumhaft immer aussehen mit diesen ganzen Tipps. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Charleston-Kleid und dem ganzen Outfit.